Ja, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included hier in der Abo-Klapse 2.0. Ich bin euer Kernkraft 3000 und wir haben hier angefangen, den neuen Raum zu bauen im Zuge der Sauerstoffversorgung, denn das ist hier so eine zweite Filterstufe und den brauchen wir ganz dringend. Man sieht das hier als Beispiel, das kann ich nochmal kurz erklären. Sauerstoff wird hier produziert, wird hier nur abgepumpt, wird erst hier gefiltert und da auch in diesem Raum, man sieht, dass hier Wasserstoff mit vorkommt, wird hier quasi, hier in diesem Beispiel geht der Sauerstoff hier rein, Sauerstoff geht hier raus und was ist mit dem wertvollen Wasserstoff? Der wird hier als Abluft gefiltert und den brauchen wir auch nochmal und filtern den noch einmal hier in unsere Wasserstoffleitung sozusagen und der geht dann zum Wasserstoffgenerator und erzeugt Strom. Alles andere wird dann als Abluft abtransportiert und das ist dann wirklich Abluft, weil wir wollen hier eigentlich nur wertvollen Sauerstoff oder Wasserstoff rausziehen. Die beiden werden hier verarbeitet und hier. Alles andere, wenn hier irgendwas mal anderes drin sein sollte, wird hier außerhalb der Kolonie abtransportiert. So, jetzt muss ich gucken, was das hier ist. Gasfilter. Hier wollten wir Sauerstoff. Genau, Sauerstoff sollte hier rausgehen. Das Ding sollte gleich weiter funktionieren. Haben wir hier schon... Ach, hier haben wir noch gar nichts weiter. Hier muss auch noch ein Abluftrohr mit raus. Und das machen wir gleich. Das machen wir gleich. So. Also hier ist es so, man sieht das jetzt hier. Wir, die Elektrolyseur, produzieren Sauerstoff und als Nebenprodukt Wasserstoff. Das wird hier oben gesammelt. Die Gaspumpe transportiert quasi das erstmal raus. Und es kann natürlich sein, dass das auch Sauerstoff enthält, weil es halt ein Raum ist, wo auch Sauerstoff produziert wird, klar. Geht hier in diesen Filter. Wertvoller Wasserstoff geht hier raus zur Wasserstoffpumpe. Sauerstoff bleibt übrig als Abluft. Muss hier nochmal gefiltert werden. Geht wieder zurück in den Kreislauf. Super, geht wieder rein. Hier oben als Abluft. Falls was sein sollte, wird es außerhalb der Kolonie raustransportiert. So, das Ding bauen wir fertig. Und wir waren auch dabei, einen Test durchzuführen. Das ist der hier. Und das brauchen wir. Der Test ist quasi negativ. Die Frage war, reicht ein Rohr aus? Oder können wir hier zwei machen? Und zwei ist Quatsch, das wird aber nur geteilt und das ist das quasi das gleiche Ergebnis. Meiner Meinung nach ist hier das gleiche Ergebnis. Können wir also diese Rohrleitung hier abbauen? Machen wir mal hier die Rohrleitung weg. Entschuldigung. Gasleitung müssen wir wegmachen komplett. Hat also hier keinen Effekt irgendwie und ich hoffe, dass ich deine Frage Fuffel kam, nämlich das Kommentar damit auch beantwortet habe. Ich könnte höchstens eine Maschine hier mal pausieren, weil eine einzige reicht, um alles, was hier reinströmt. Eine einzige Maschine, ein Luftreiniger reicht wahrscheinlich aus. Man sieht das ja hier. Hier sind irgendwie ja, 100 Gramm drin. Das ist nicht allzu viel. Hier ist ein bisschen mehr wieder. Der kann das mal schön vollpumpen, den ganzen Raum, und dann kann ich wieder beides anschmeißen. Hoffentlich steigt das ein bisschen an. Müssen wir mal gucken, damit das Ding zumindest durchgängig mal laufen kann und durchgängig Abwasser produzieren kann. Müssen wir mal gucken, ob das besser funktioniert. Zumindest ist die Frequenz jetzt schon höher. Und es könnte sein, dass wir das hinkriegen, dass das Ding dann auch komplett durchpumpt. Wir haben hier also auch nicht so viel Wasserverbrauch und auch nicht so viel Stromverbrauch. Können wir also ein bisschen einschränken und das ein bisschen effektiver gestalten lassen. So. Ah, hier ist unser Raum. Super, der scheint hier so fertig zu sein. Das mit dem Wasserstoff scheint zu funktionieren. Oh, und das sammelt sich so viel hier an. Hier sammelt sich so viel an. Mal gucken, ob wir das... ein bisschen sammeln können. Die Leitung ist voll, die Leitung noch nicht, das ist okay. Man könnte dann theoretisch also auch zwei Pumpen laufen lassen. Ja, das könnte man fast machen. Das könnte man fast machen. Eine kleine Leiter einsetzen, hier die Ziegelchen. Ich kann hier gar nichts bauen. Das ist interessant. Es wird zwar weiß angezeigt. Okay.
So, machen wir das so. Bauen wir hier oben eine zweite Wasserstoffpumpe, einen zweiten Wasserstoffgenerator hin. Was ist das hier? Oh, hier fehlt noch was. Hier müsste der Wasserstoff rauskommen und hier unten auch mit reingehen. So. So sollte das eigentlich sein. Ah, was ist mit Sky? Wir haben hier ein Medizinbett. Strom noch schnell anschließen. Kabel. Und dann mal gucken, ob wir Sky hier reinkriegen. Weil das wird ja natürlich auch eine längerfristige Aufgabe sein. Und jetzt sieht man, wie auch Catalina, Simon und Kevin so langsam hier Probleme bekommen. Probleme mitbekommen mit Krankheiten oder dem Immunsystem. Da müssen wir ein bisschen darauf achten, weil die hier viel zu tun haben wahrscheinlich und sich hier auch tot desinfizieren. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Disable Autoinfect. Ja. Oh, jetzt muss ich hier alles Disable Autoinfect machen. Sonst laufen die Duplikanten sich hier tot. Das ist irgendwie so ein bekanntes Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt. Könnt ihr gerne im Kommentar hinterlassen. Ich kann es jetzt per Hand hier ausstellen, ob man dieses ganze Problem ein bisschen umgehen kann. Ich kann hier eine zweite Wand einziehen, das stimmt. Das funktioniert auch unten in der Kolonie ganz gut, das kann ich euch nochmal zeigen. Aber eigentlich muss ich hier alles Disable Auto Disinfect. Das Ding also auch. Läuft das schon? Ja. Pumpt hier sich bloß ein bisschen weiter. So. Man sieht das jetzt hier, wie es funktioniert. Wasserstoff geht hier ab. Der gute Sauerstoff geht hier rein und pumpt den Raum schön voll. Also es ist also ein richtig guter Kreislauf. Und ist der Raum voll, haben die Pumpen natürlich auch nicht mehr diese Last sozusagen und können einfach durcharbeiten, durchweg arbeiten. Ist der Raum komplett mit dem Gasdruck voll, müssen auch die Elektrolyseure hier nicht mehr durchgängig arbeiten und verbrauchen also auch weniger Wasser und Strom. So, der Kreislauf hat also auch was. Der Gasschalter ist hier irgendwie ein bisschen blöd. Machen wir das mal hier oben. Gasdruck. Machen wir mal 500 Gramm. Okay. Schaltet sich das ein, wenn 500 Gramm erreicht sind. Hier 400, 500. Ist noch kein richtiger Wasserstoff vorhanden. Der pumpt sich hier einfach tot. Der pumpt sich hier einfach tot. Machen wir mal 1000. Ich will, dass ich hier im Grunde, das ist, vielleicht habt ihr da auch noch eine Idee, gerne Kommentar noch hier unter dem Video. Es gibt keine Möglichkeit, das Ding zu, die Gaspumpe zu aktivieren, weil ich will ja nur Wasserstoff hier rausziehen. Es gibt im Moment eigentlich noch keine Möglichkeit, so nach dem Motto, liebe Pumpe, schalte dich erst an, wenn genug Wasserstoff hier oben ist, so wie ich das möchte. Also dieses Teil hier, wenn das ein bisschen voll ist mit Wasserstoff, erst dann schalte dich an. Ich habe es versucht mit einem Gasdruck. Das lassen wir jetzt hier mal so laufen. Es müsste eigentlich vernünftig funktionieren, wenn auch der gesamte Gasdruck hier relativ hoch ist. Und das testen wir mal hier. Dass sich dann hier oben Wasserstoff sammelt und sobald der Druck hier oben genügend ist, wir sind hier bei, ja, das ist. Mal gucken, wie sich das sammelt. Ich lasse es mal bei 1000, weil ich das nur nach Gasdruck an sich filtern, ein- und ausschalten kann, aber nicht welches Gas und welcher Gasdruck. Das wäre hilfreich. So, es sammelt sich schon langsam was an, steigt schön nach oben. Alles top. Oh, was kommt jetzt? Ah, okay. Da wird schön gefiltert. Wieso geht das hier noch nicht raus? Ah, das ist noch nicht fertig hier. Oh Gott. Unerreichbar. Unerreichbar ist doof. Das wollen wir nicht. So. Und so. Und so. Verschleim. Wieso kann ich Schleim hier noch nicht mit aufnehmen? Und irgendwas blubbert da auch. Dünger. Was blubbert da? Wollten wir da noch was Organisches? Wollten wir da noch was Organisches?
Wo ist Schleim drinne? Da. Können wir den Schleim hier ablegen? Das ist okay. Das stört erstmal weiter keinen. Hier genauso. So, hier wird jetzt weitergebaut. Das ist schön. Was ist das hier? Keine Kabel verbunden? Hä? Doch. Doch, doch, doch. Keine Kabel verbunden. Ist nicht mit einem Strom. Klar, ist also mit dem Stromnetz verbunden. Irgendwas haut hier vielleicht nicht hin. Zerlegen wir mal das Kabel. Mal gucken, wie es dann aussieht. Das Ding ist doch mit einem Kabel verbunden. Hier ist kein. Da ist eine Brücke für das Kleine. Das läuft auch. Müssen wir mal gucken, was hier schon wieder das Problem ist. Läuft erstmal gut. Das Ding läuft fast durchgängig. Ja. Wir gucken uns mal die Batteriefüllung an. Den Batteriestand. Das ist top. Also mehr, wir produzieren mehr Strom, als wir verbrauchen. Okay. Hier oben sammelt sich das so langsam an. Okay. Wir sind hier bei 700 und dann aktiviert sich das nur und es wird dann Wasserstoff sein, denn der Druck, wenn es über 1000 ist, da halten wir mal ein Auge offen. Kein Strom dran. So, das ist okay. Jetzt denke ich, was der Fehler ist. Ich darf von diesem Punkt, das kommt dann mit dem System durcheinander, darf ich nicht zwei Leitungen ableiten lassen, sondern hier, so müssen wir es machen. Machen wir mal so. Dann sollte das funktionieren. Die Filter sollten dann auch funktionieren. Das ist okay. Erweitern wir hier mal ein bisschen, damit das alles ja, sich verteilen kann, obwohl der Druck hier auch ziemlich hoch sein wird wahrscheinlich. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Und wir haben ja gar nicht viel Abluft. Also es wird hier alles rausgefiltert. Und dann würde ich sagen, wir kommen im Sauerstoffproduktionssystem 2.0. Das sieht ja richtig super aus. Sollte alles gefiltert werden. Hier geht das raus. Ja, alles an Wasserstoff geht hier rein. Das ist super. Ah, die pumpen sich hier tot. Das ist total doof. Das ist total doof. Die pumpen sich hier alle doof. Ja, habe ich denn wirklich Nahrungsmangel? Das weiß ich nicht. Die müssten hier noch ein bisschen abgebaut werden. Machen wir das Ding mal auf 8 und dann kopieren. So. Die auch auf 8, die lasse ich mal so stehen, ist okay. Nahrungsmangel wissen wir. Ja, Sauerstoff ist super vorhanden, auch okay. Der Raum funktioniert. Ja, der Raum funktioniert. Wasserstoff wird zugeleitet, brauchen wir doch keinen zweiten. Das war nur am Anfang dieser hohe Druck. Oh, hier füllt sich jetzt also schon der Wasserstoff bis zu diesem Punkt. Und eigentlich sollte jetzt so langsam anfangen, das ist mein Wunsch, dass er sich hier langsam einschaltet. Wir können mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Jetzt geht er nur noch langsam hoch, oder? Jetzt ist hier voll mit Sauerstoff, mit Wasserstoff und der Druck erhöht sich nur noch langsamer. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Noch haben wir 900. Machen wir mal 900. Ah. Ne, ich würde es so lassen. 1000 ist ja gut, das nähert sich an. Man sieht das ja hier im Live-Betrieb ganz ordentlich. So, ich kriege langsam ein bisschen Panik mit dem Wasser und der Sauerstoffversorgung, dass sie zusammenbricht. Wie machen wir das? Eine Pumpe, eine Pumpe, eine Pumpe, eine Pumpe mit einem Wasserfilter. Eieiei. Kupfererz zu wenig, ist ja klar. Hier haben wir noch ein bisschen was, das kriegen wir noch rausgeholt. Lassen wir die Aufträge im Abarbeiten und das Autodesinfekt bitte weg. Das ist Quatsch. Okay, so.
Ja, Bakterien, zu viele Bakterien, da muss ich mich dringend drum kümmern. Sky zuerst. Unreachable Restroom. Das ist doch doof. Das ist doch doof hier. Ich setze das mal jetzt hier unten hin. So. Wie viel Strom läuft hier durch? 1,1, 1,9 Kilowatt, um Gottes Willen. So, also die Kabel eher nach unten ziehen. Ja, und ich muss wirklich aufpassen, dass das hier alles im Bahnen verläuft, vernünftig verläuft, dass ich hier nicht irgendwie in die Bredouille bekomme. Das kann ich hier ganz gut, das wisst ihr. Das zweite, den zweiten Filter habe ich. Moment, was denn? Achso, hier geht das rein. Ja, kommt hier raus, geht in die Maschine. Okay, super. Medbeds, ja, das weiß ich, das weiß ich, das bauen wir auch hier. Dass wir Medbeds oder irgendeine Form von Hygiene brauchen, das machen wir. Ja, das läuft. Ich könnte hier quasi vier Generatoren bauen, damit eine Pumpe hier durchgängig zu tun hat. Ah, jetzt läuft's. Okay, jetzt funktioniert es hier schon ein bisschen mehr. Der zieht sich hier ab und zu. 900 Gramm, hier sind auch 900 Gramm. Geht gleich wieder hoch wahrscheinlich. Und das heißt, so können wir das indirekt steuern. So können wir das indirekt steuern, das ist super. Das wird alles schön nach oben gedrückt hier. Ja, 1000 Gramm kurz erreicht, kurz drei Dinger gepumpt. Sehr schön. Werden hier aussortiert. Werden hier aussortiert. Hier bin ich mit der Maus. Und gehen schön in den großen Kreislauf für die Wasserstoff, für den Wasserstoffgenerator. Super, super Kreislauf hier. Passt perfekt mit diesem kleinen Korridor, den ich hier eingezogen habe, weil dann kann ich hier dieses Kabel legen mit den Brücken und so weiter. Sehr schön gemacht. Okay. Wasserstoff hängt noch hier oben drin, aber das ist eher von dem, was hier oben noch rausgefiltert wurde. Was noch rausgedrückt wurde. Diese Sauerstoffblase ist auch nicht schlecht. So. Also, Sauerstoff funktioniert. Wasser. Jetzt lass mal kurz innehalten. Wo ist hier Wasser? Hier. Wasser, da brauche ich aber noch. Okay, können wir aber auch irgendwo rausziehen. Ich baue hier eine Pumpe ein. Ich baue hier eine Pumpe ein, die ich aber filtern müsste. Und den Filter, die Filteranlage kommt hier unten hin. Kommt hier unten hin. Das wird jetzt unsere nächste Aufgabe sein. So. Bauen wir das doch mal. Könnte ich hier rüberspringen? Machen wir das doch mal so. Machen wir das doch mal so. Hier unten bauen wir eine zweite Ebene rein später. So. So und so. Nahrungsmangel, ja, okay. Die zweite Ebene bauen wir hier unten rein. Wir beginnen also jetzt das neue Projekt der Wasserfilterung, der großen Wasserfilteranlage. Hier wird auch schon schön gebaut. Hier, Wasserreiniger, Sand. Wasserreiniger kommt da rein, geht da raus. Okay. Machen wir also dort und dort. Und dort bauen wir noch einen hin. Machen wir mal drei als erste Ebene. So. Strom braucht das ganze Ding auch. Das ist okay. Wie verläuft hier? Ah. Wir brauchen hier ein neues System. Nein, was ist denn hier los? Oh Gottes Willen. Wer ist gestorben? Nails Lucas ist verstorben. Oh, der ist hier erstickt. Dann, 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 Lukas, ich entschuldige mich hochachtungsvoll bei dir. Du bist gestorben. Aber ich verspreche dir, du kommst als nächster Duplikant rein und wir gucken mal, wen wir hier haben. Lukas, was hast du für Werte gehabt? Oh, nee. Was hast du für schöne Werte gehabt? Athletik und Kochen. Du warst unser Koch, Athletik und Koch. Oh, Gottes Willen, das tut mir leid.
Athletik und Kochen. Athletik, Kochen. Okay. Athletik, Kochen. Minus 15 ist gut, gut, gut. Frankie. Lukas. Bist du so geschrieben? Wir nehmen dich rein. Nein. Nein. Lukas ist tot. Lukas noch kurz umschreiben mit C. So. Aber es hat auch einen Vorteil. Er steckt hier. Es hat auch einen Vorteil. Jetzt bist du keine Frau mehr, brauchst einen Doppelnamen. Das ist auch ein guter Vorteil. Okay, die Dinger stehen. Das wird also unser nächstes Projekt. Ich werde den Strom jetzt hier noch nicht anschließen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache hier kurz einen Cut. Also willkommen, Lukas, in neuer Gestalt. Ist ja eh bloß kopiert. Also kein Problem. Wir haben hier oben das schön gefiltert. Das läuft im Moment sehr gut, passt. Wir müssen uns aber jetzt zwingend bemühen, das Schmutzwasser hier umzufiltern in den Wasserreinigern und damit wir unseren Frischwassertank wieder auffüllen können. Und das machen wir in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Gucken der nächsten Folge. Die kommt bald. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.